Moin Moin und Weidmanns Heil. Neuer Vlog ist da und es ist heute Montag und wir fahren jetzt zum Ansitz. Aber nicht nur zum Gucken, weil mir da ist nämlich was Doofes passiert. Ich habe gegen einen meiner Grundsätze verstoßen und der Grundsatz ist eigentlich, wenn ich im Revier bin, habe ich eine Waffe dabei, um in Spezialfällen reagieren zu können. Ich war mit dabei Marius, der ist auch dabei und hält gerade die Kamera und habe den Merkel-Schaft getauscht. Und es war so geiles Wetter. Und da habe ich gesagt, komm, jetzt nach Hause fahren ist nicht. Noch ein paar Drohnenaufnahmen machen, ein bisschen rumfliegen, ein bisschen warm werden mit der Drohne. Und habe dabei Rehwild gesehen, zwei Stück. Und man hat so auf 400 Meter gelasert, hier mit dem neuen Carles-Gläschen. Direkt schon gesehen, das männliche Stück von den beiden, die dort standen, lief nicht rund. Der hatte hinten irgendein Problem. Ja, vom Gelände her wäre ich nicht dran gekommen. Also habe ich einfach mal den Test gemacht, wie lange Rehwild eine Drohne aushält. Und die Welt hätten Drohne sehr lange aus. Das Video gibt's jetzt. So, und wie man jetzt im Video schon gesehen hat, hat das hier Längsböckchen hinten links da ein Problem. Das sieht nach gebrochenem Lauf aus und da die Decke auch noch komplett ab ist hinten, relativ frisch, was mich an der ganzen Sache nur schon wieder ärgert. Das ist hier direkt an der Straße, da kann sowas mal passieren. Aber wir haben aus den letzten Wochen einfach keinerlei Meldung über einen Wildunfall oder sonstiges. Ja, und dass sich dieses Tier quält, steht außer Frage, denke ich. Und aus diesem Grund haben wir jetzt mal die Klamotten gepackt und sind jetzt hier hochgefahren. Und gucken mal, ob wir ihn jetzt vielleicht gleich kriegen, ob das saftige Grün der Wiese heute Abend auch noch ziehen wird. Yes, wir sind da. So, jetzt wird sich manch einer denken, die beiden Vögel sind doch gerade zum Hochsitz gelaufen und jetzt sitzen sie schon wieder im Auto, da fehlt was. Habt ihr recht. Wir hatten nämlich den ganzen Abend direkt in der Schwarzdornhecke, an der der Sitz steht, hinter uns, Bewegung und deshalb wollten wir nicht so viel quasseln. Deshalb machen wir das jetzt. Was ist heute Abend passiert? Ganz am Anfang kam Ricke, Schmalreh und ein relativ guter, angedeuteter 6er Jährling, ganz weit weg. Wir haben es gelasert mit dem Carles. Was haben wir gesagt? 560 Meter irgendwas. Da war gut, dass Marius seine große Super-Zoom-Kamera dabei hatte. Ja, die zeige ich euch jetzt.
Dann kam auf 160 Meter auch ein Jährlingsböckchen. Noch voll im Bast. Ich schätze mal so viel unter Lauscher. Vereckung, glaube ich, angedeutet. Kann ich nicht so genau sagen. Den habe ich auf jeden Fall auch gefilmt. Das ist dieser hier. Und ungefähr 10 Minuten nach diesem ersten Jährling, den wir da hatten, da ging schon ganz schön das Bockfieber los. Da habe ich mir gewünscht, das wäre schon Mai. Das war auch so ein astreiner Abschlussjährling. Kam dann noch ein Sechser war es, oder? Mhm. Ein junger Sechser, der hatte schon verfegt, aber ganz dünne Stängelchen. Der kam dann noch dazu auf die Wiese und hat sich dazu gesellt. Und dann haben die da in aller Seelenruhe gestanden und waren am Esen und wir hatten was zu gucken. Und dann ging es los. Dann kam nämlich der Bock, den ich heute Mittag gefilmt habe. Ja, kam auf 30, 35 Meter neben uns aus dem Bestand gezogen. Dann musste auch alles relativ schnell gehen. Aber ich will nicht zu viel verraten. Das seht ihr jetzt. Da ist er nun. Ihr habt es in der Drohnenaufnahme am Anfang des Videos schon gesehen, dass der nicht ganz rund lief und hier hat man es jetzt noch deutlicher gesehen. Definitiv einwandfreier Abschussbock. Hier haben wir gerade eine ganze Menge Leiden beendet. Der Bock hat ganz komisches Geräusch von sich gegeben, wie so ein
so ein gurgelndes, röchelndes Grunzen. Also mag jetzt jemand drüber schmunzeln, aber so hat sich's angehört. Also ich habe sowas noch nie im Leben gehört. Und er zog dann hier oben aus der Waldspitze raus und nach, was sind das, 35 Metern, war dann auch schon wieder so mürb, dass er sich niedergetan hat. Und dann habe ich ein Hochblatt gepackt. Und die RWS Hit hat mal wieder sehr gut gewirkt, ihr habt es gesehen. Spießerchen hätte man so wahrscheinlich auch im Mai zur Jagdzeit geschossen. Aber jetzt der Abschussgrund hierfür ist das. Jetzt schaut mal, wie eingefallen der hier ist. Hier hinten ist alles weich und wabbelig. Hier ist überhaupt keine richtige Muskulatur. Hier oben, das sieht man jetzt wegen der Winterdecke nicht. Seht ihr, wie mein Finger springt? Das ist nur ein Gerippe. Hier ist der ganze Beckenknochen, ist raus, der ist lose, der Lauf schlackert. Und dann hier, also das sieht mir schwer nach Auto aus. Schön ist das nicht und der hat sich ganz schön gequält. Ich würde auf jeden Fall sagen, Hegeabschuss aus dem Bilderbuch. Eigenlob stinkt, aber wir waren ja auch zu zweit. Haben wir gut gemacht heute. Gar nichts. So, nächster Halt, Jagdhütte. Aufbrechen, ob es überhaupt lohnt, keine Ahnung. So dürr und rappelig, wie das Böckchen ist. Wir machen es auf jeden Fall mal sauber. Hängt es im Kühlhaus und dann geht's nach Hause, weil morgen ruft die Frühschicht schon wieder. Ja, wem es gefallen hat, wie immer. Däumchen ist ein Träumchen und wir sehen uns im nächsten Video. Horrido und weit mal Zeit.